Marco Schwarz siegt den Adelboden, Stefan Kraft schafft es zurück aufs Podest und Benjamin Mayer holt bei der Bob-EM Silber. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Marco Schwarz kann gestern am Künesbergli in Adelboden seinen ersten Sieg in einem Weltcup-Slalom feiern. Der Kärntner triumphiert vor Zagreb-Sieger Linus Strasser und Dave Riding. Michael Matt verpasst nach seiner Laufbestzeit im zweiten Durchgang das Podest um nur 2 Hundertstel. Er holt sich damit den 4. Platz. Schwarz übernimmt damit von Manuel Feller das rote Trikot des Führenden in der Slalom-Weltcup-Gesamtwertung. Feller ist bereits im ersten Durchgang ausgeschieden. Unsere Slalom-Asse haben besonders im Lauf 2 hervorragende Leistungen gezeigt. So auch Adrian Pertl, der sich damit um 8 Plätze auf den 11. Gesamtrang verbessert. Christian Hirschbühl und Johannes Strolz auf den Rängen 12 und 22 vervollständigen die insgesamt gute Leistung unseres Teams. Der Weltcup-Tross zieht nun weiter nach Wengen, wo die Rennen trotz hoher Corona-Zahlen gestern Nachmittag bestätigt wurden. Lara Gut-Berami holt sich gestern nach 3 Jahren in St. Anton ihren 13. Sieg bei einem Super-G-Weltcup. Den letzten Sieg holt sich die Schweizerin vor 3 Jahren in Cortina. Insgesamt ist es für die 29-Jährige der 27. Erfolg im Weltcup. Gut-Berami siegt trotz dem selektiven und herausfordernden Kurs mit 16 Hundertstel vor der Italienerin Marta Bassino. Dritte wird Gut-Beramis Landsfrau Corinne Sutter. Auch unsere ÖSV-Damen zeigen gestern gute Leistungen. Ganz knapp am Podest vorbei fährt die Steirerin Tamara Tippler. Nach ihrem Stockerlplatz bei der Abfahrt am Samstag holt sie sich als beste Österreicherin Platz 4 in St. Anton. Die Vorarlbergerin Ariane Redler holt sich als zweitbeste Österreicherin Platz 7 und fährt damit ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis ein. Nach den enttäuschenden Ergebnissen bei der Vierschanzentournee ist die Durststrecke der ÖSV-Adler endlich beendet. Stefan Kraft ist gestern in Titisee-Neustadt aufs Podest gesprungen. Im ersten Durchgang ist er noch auf Platz 4 gelegen. Im Finale überholt er den Deutschen Markus Eisenbichler. Mit 2,6 Punkten Vorsprung holt er sich damit den 3. Platz. Für den 27-Jährigen ist es das erste Mal am Stockerl in dieser Saison. Nur das Norweger-Duo Halvor Egner Granerud und Daniel André Tande holen sich bessere Wertungen als Kraft. Damit sichert sich Granerud auf Platz 1 auch seinen 6. Saisonerfolg. Er baut damit seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Der Vierschanzentournee-Champion Kamil Stoch schafft es gestern nur auf Rang 17. Zweitbester Österreicher nach Stefan Kraft ist Daniel Huber. Er hat sich vom 16. Zwischenrang auf Platz 10 verbessert. Michael Heiberg holt sich den 14. Platz, Philipp Aschenwald springt auf Platz 27 und auch Thomas Lackner holt mit Rang 29 noch Weltcup-Punkte. In der Gesamtwertung ist Daniel Huber nach wie vor mit Platz 11 der beste Österreicher. Beim Viererbewerb der Bob-EM schafft es Benjamin Mayer nach der Bronzemedaille am Samstag im Zweier erneut aufs Podest. Am Schlusstag der Europameisterschaft in Winterberg holt er sich mit seinem Team Sascha Steppan, Christian Huber und Markus Sammer EM Silber. Nachdem er im großen Schlitten 2016 in St. Moritz schon EM Silber und 2017 in Winterberg EM Bronze geholt hat, schafft er mit dem Ergebnis gestern sogar das Medaillendouble. Das österreichische Handballteam muss sich nach der Niederlage gegen Deutschland vergangene Woche auch im 2. Spiel des Länderspieldoppels wieder geschlagen geben. Bei der EM-Qualifikation in Köln stecken sie eine 20:34 Niederlage gegen die Deutschen ein. Trotz dem Ergebnis haben die Österreicher immer noch die Möglichkeit, sich für die EM zu qualifizieren. Jetzt heißt es für unsere Handballherren aber nach vorne schauen. Der Fokus liegt auf der Weltmeisterschaft in Ägypten, die am Mittwoch startet. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Montag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.